Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute ein Spezialvideo, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar, seht ihr es gerade, ich bin nicht zu Hause, ich bin am tatsächlich Flughafen. Da draußen gärten so ein paar Leute in ihren Cars herum, fliegen so ein paar Flugzeuge herum. Und ich habe mir einfach mal gedacht, wie geil wäre es, wenn ich einfach mal, was eigentlich ganz normal ist, aber trotzdem, wir zocken einfach mal Brawl Stars live am Flughafen. Und ich würde jetzt gerne zeigen, was jetzt hier alles vor mir ist. Da sitzen echt ganz viele Leute. Aber Gott sei Dank hören die mich nicht, weil hier ist so eine Raucherkabine. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr am Flughafen seid. Ich bin gerade übrigens am Stuttgarter Flughafen. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht kommt ihr aus Stuttgart. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und für diese Aktion, dass ich hier am Flughafen eine Folge Brawl Stars aufnehme, müssen einfach mal 2000 Likes easy drin sein, Leute, und aktiviert auch gerne mal die Glocke und lasst ein kostenloses Abo hier auf meinem Kanal da. Und ich würde einfach mal sagen, zu gegebenen Anlass, dass wir jetzt hier am Flughafen zocken, gibt es einfach mal eigentlich nur einen Brawler, mit dem wir spielen können. Und zwar ist es Crow, Leute. Crow hat irgendwie ansatzweise nur was mit Fliegen zu tun. Bitte lasst ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Alles klar, Leute, bevor es jetzt weitergeht, es gibt jetzt einen ganz kleinen Werbeeinschnitt, eine Minute, weil damit habe ich mir auch diesen Flug und den Kram hier in London auch ein bisschen finanziert. Deswegen, falls ihr Game of Thrones feiert, dann kommt jetzt mal was ganz Cooles, was für euch interessant sein könnte. Genau. Gepäck nicht. Your attention, please. Ja. Please do not leave your luggage unattended at any time. Thank you. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, Leute. Okay, alles klar. Dann haben wir es jetzt mal auf allen Sprachen gefühlt gehört. Okay, ich habe Crow ausgewählt. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes im Shop haben. Oh, wir haben tatsächlich die Star Power von Piper im Shop. Das ist der letzte Anruf für den Air France. Flug 1409 nach Paris Charles de Gaulle. Wir bitten jetzt alle Gäste. Okay, nach Paris fliege ich Gott sei Dank nicht, Leute. Deswegen. Komm schon, mein Internet. Ich bin eigentlich über mobile Daten, denn. Perfekt. Okay. Okay, ich hoffe einfach mal, es waren jetzt alle Durchsagen. Und ich würde sagen, wir spielen auch jetzt einfach mal eine Runde Solo Showdown. Und zwar mit dem guten alten Crow hier. Und Leute, let's go. Das ist einfach mal Brawl Stars am Flughafen. Ist ganz schön eine ganz nice Sache, würde ich einfach mal sagen. Okay, es geht los. Diese kleine Special-Folge hier. Ich würde sagen, wir können auch einfach mal am Ende, beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht hole ich mir Piper in einem Video, wenn ich nochmal, also nur zur Info, wo fliege ich überhaupt hin? Ich fliege nach London. Ich treffe mich da mit den anderen Jungs, die ihr vielleicht alle kennt, und zwar mit Pookie, mit Litchi, also mit Zerx, und mit Lichtle und dann noch Mark und einem Freund von Lukas, also von Pippi, und wir machen so ein bisschen, ja, wir machen das öfter mal, als wir uns einmal im Jahr so immer treffen. Die letzten Jahre war es immer in Wien bei Lichtle, aber jetzt haben wir gesagt, treffen wir uns in London in der Wohnung von Litchi. Und ja, deswegen bin ich hier gerade unterwegs, habe jetzt hier einen Aufenthalt von Stuttgart, bin jetzt von Bremen hier hergeflogen jetzt erstmal und
Ja, ey, Jungs, macht jetzt hier mal, komm, macht jetzt hier mal kein Auge. Macht kein Auge. Jungs, Alter, was soll denn das? Erst wollt ihr Team, jetzt wollt ihr doch nicht Team. Ey, Mann, sowas nervt ja schon wieder. Ich hasse ja Team, aber wenn die jetzt hier so hart Auge machen, also dann verstehe ich es auch nicht mehr. Oder, mach doch, ey, was soll denn das? Jetzt zerteamen die mich hier schon in der ersten Runde. Was ist denn das schon für ein Auftakt? Ihr seht hier 450, glaube ich, oder 470 Trophies habe ich mit Crow. Da ist ohne Team schon, okay, 430, das mit Crow schon ohne Team gar nicht mehr möglich. Ich würde sagen, nächste Runde spiele ich mal so, dass ich vielleicht auch mit Leuten teame, aber eigentlich ist es so gar nicht mein Style. Deswegen gucken wir einfach mal und schauen, ob wir hier die nächste Runde reißen. So, leider habe ich keine Supercell oder Brawl Stars Power diesmal am Start. Ich habe hier einen ganz normalen, chilligen Hoodie an, aber okay, es wird wieder laut, es wird wieder eine Durchsage geben. Wir bitten Herrn Salzer, Friedemann, gebucht mit eurer Wings nach Düsseldorf, bitte zum Ausgang, okay, komm, 56. Komm, Bruder, mit dem Brock-Team wir jetzt hier. Perfekt. Bitte zum Ausgang 156. Oh, die Mitte ist natürlich lecker. Die Mitte ist natürlich extrem lecker. Na komm, Leon, dann machen wir hier beide das mal kaputt. Ich weiß nicht, irgendwie so bei Leons habe ich immer das Gefühl, dass die einen Assi-Move machen. Da ist noch ein Leon. Ey, Mann. Die halbe Runde teamt hier schon wieder. Okay, die Tara teamt scheinbar nicht. Dann muss die zerstört werden, oder wie? Ey. Ich würde ja gerne den Brock holen, aber wir machen erstmal. Komm. Hier. Jesse. Ja. Jesse ist jetzt auch in unserem Team. Wir haben jetzt hier schon mal ein Dreier-Team am Start. Kann man auch mal machen. So, na komm. Was machen wir? Also wir wollen auf jeden Fall mal Fünfter werden, dass wir hier keine Minuspokale bekommen. So, da vorne ist der Colt. Der hat, ich weiß nicht, hat er den Leon geholt? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Okay, da vorne ist Jesse. Ach, das war irgendwie klar. Irgendwie war es klar, weil ich bin der Einzige mit null Power Cubes, dass ich hier weggeholt wurde. Okay, machen wir es nochmal. Wir machen jetzt die nächste Runde. Wir müssen hier am Flughafen echt mal eine Runde gewinnen, Leute. Sonst beende ich diese Aufnahme nicht. Das kann sonst echt nicht sein. Okay, vielleicht müssen wir auch nochmal den Spot wechseln, weil ihr nicht so den genauen Blick auf den Flugplatz habt. Vielleicht ist das so der Grund. Das kann tatsächlich sein, Leute. Weil ihr nicht genau auf den Flugplatz sehen könnt, dass wir hier die Runden nicht gewinnen. So. Ey, wo sind denn hier die Kisten? Ich sehe ja mal wieder schon nichts hier. Was ist denn das? Okay, das ist eine Pam. Hi, Pam. Was geht denn, Pam? Na, ich zünde dich einfach mal ein bisschen an. Ich bin ja der Pyrotechniker, ihr wisst das doch. Okay, soll ich mit dem Team, na komm, mit Team mal mit ihnen. Mit dem Kali-Mali. Und hier vorne ist doch die Pam noch drin, oder? Nee, ist hier jemand drin? Oh, der Frank teamt ja auch mit uns. Na komm, Frank, der Frank teamt auch mit uns. Oh, die Pam aber nicht. Und der Crowdown, der teamt auch mit uns. Oh, lol! Das ist mal wieder eine Fünfer-Team-Runde. What the fuck, was geht hier gerade ab? Hä? Nee, eigentlich müssen wir die Pam mal zerstören. Oh mein Gott, wer teamt jetzt hier mit wem? Es ist so dumm. Aha. Ich hau hier ab, das ist mir zu unsafe, Leute. Komm, Karl, wir beide gehen hier hoch. Komm, Karl. Ey. Was ist das hier schon wieder für eine Runde? Was ist das hier schon? Ich check's schon wieder nicht. Es ist schon wieder total crazy. Aha! Da ist ein Leon. Da ist ein Leon, Bro. Ah ne, sorry Karl. Karl, Bruder, du bist ja in unserem Team. Ey, es leben noch 8 Leute! Und die Mitte ist schon so klein. Oh, bruh. Der arme Crow, der wurde weggeholt. Ich muss jumpen. Komm. Leon. Ciao, Leon. Ja, Ehre genommen. Komm schon. Jumpen. Komm. Bitte. Ah, wir sind
sind Vierter geworden. Ey, diese Runden, das ist echt nicht mehr schön. Aber das ist auch so ein bisschen der Reiz da dran. Ist zwar tatsächlich, also ich feiere es nicht so, das mit dem Team, aber man kann da nichts machen, Leute. Ah doch, jetzt hier. Moment, Leute, ich muss die Facecam, warte mal, ich mach das mal so. So, jetzt sieht man hier das Flugzeug im Hintergrund. Das heißt, wir haben jetzt hier die Flugzeugpower und diese Flugzeugpower, die ihr da seht, die verbindet sich jetzt mit unserem Crone. Jetzt gehen wir in die Solo-Showdown-Runde rein und jetzt wird rasiert. Auf geht's. Okay, jetzt bin ich jetzt zwar hier ein bisschen, jetzt erkennt ihr mich nicht mehr so viel, aber darum geht's nicht, Leute. Ich bin nur hier nebensächlich. Hauptsächlich hier wichtig ist das Flugzeug. Das ist nämlich hier die Power, die wir dann bekommen. Na, mach mal kein Auge hier, Bruder. Mach kein Auge. Dies ist der letzte Aufruf für den Eurowings Flug. Mach kein Auge. So, wir haben die Flugzeugpower. Du hast sie nicht. Hamburg. Wir bitten jetzt dringend alle Gäste, sich zum Ausgang 144 zu begeben. Aha, nach Hamburg geht's ja auch. This is the final call for Eurowings. Okay. Flight 20462 Hamburg Forsbüttel. We urgently ask all passengers to proceed to gate 144. Es leben noch 10 Leute. What the frick, Alter. What the frick. Ey, und das Team hier schon wieder alle. Das Team, es ist schon wieder eine Full-Teamer-Runde. Ich check's halt gar nicht. Eigentlich müssen ja die Crow-Brüder zusammenhalten, aber ich lasse den Crow da auch nicht raus, weil irgendjemand muss sterben. Irgendjemand muss sterben. Und es ist der Crow, der sterben muss. So, hier. Hier ist noch alles safe hier oben. Ah, jetzt geht's los. Jetzt töten die sich alle. Der Mords ist da auch nur so am Chillen. Na komm, Bruder. Wir sind ein Team hier. Du machst hier keinen Hinto-Move bei mir. Sonst... Wie machen wir es denn jetzt? Komm, wir holen ihn hier weg. Komm schon. Oh Mann, ich hätte nicht den Assi-Move machen sollen. Oh Mann. Da will man einmal wie die Gegner sein und dann klappt es einfach nicht. Komm schon. Müssen wir jetzt nochmal eine Runde holen, wo wir Pluspokale machen. Das kann ja nicht weitergehen. Oder wir brauchen den anderen Crow-Skin. Das kann natürlich auch sein. Isaac Crow, welcher passt denn? Welcher ist dann am ehesten ein Fluglotse? Der hier nicht. Eigentlich ist es ja Phoenix Crow. Wir spielen noch mal eine letzte Runde mit dem normalen Crow, würde ich sagen. Und dann, denke ich mal, beende ich auch wieder das Video hier. Mein Flug geht zwar erst in irgendwie 2 Stunden oder sowas. Ich fliege erst in 2 Stunden weiter. Trotzdem, ich muss das Video auch noch ein bisschen schneiden. Das hatte ich eigentlich vor, dann hier noch zu machen. Und dann ist eigentlich alles ganz nice. So. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, Leute. Wann seid ihr das letzte Mal geflogen? Wahrscheinlich irgendwie im Sommer, wenn es in Urlaub geht oder so. Keine Ahnung, würde ich jetzt vermuten. So war es bei mir früher. Und jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, kann ich auch mal alleine irgendwo hinfliegen. Das ist ja nicht mehr so das Problem wie früher. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt hier schon mal 3 Power-Ups. Na komm, hier Mortis. Wir teamen mit dem Mortis. Das ist schon mal ganz gut, wenn wir Mortis auf unserer Seite haben. Weil der kann uns ganz schön easy wegholen. Okay, das ist schon mal ganz gut. So, da vorne ist ein Spike. Den könnten wir tatsächlich abstauben. Komm, Mortis, auf geht's. Ich gehe von der linken Seite. Na komm, hol den Spike da, Bruder. Warte, nein, der Mortis ist gestorben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Egal, es ist eh gerade safe. Das ist eh gerade ganz schön safe. Ah ne, das ist ja noch. Das ist ja noch der Mortis. Ich wollte gerade sagen. Ach Mann, ich wollte ihn noch anzünden. Thank you for your patience. We kindly ask all remaining passengers of flight Eurowings. Ach, du Heilige. Der macht so viel Schaden hier, mir der Spike. Er macht so viel Damage, oh mein Gott. Komm schon, ja. Was? Wie hat der mich jetzt bekommen? Der hatte 0 Leben. Ey, Mann, sind wir 6. geworden? Schon wieder -1. Ey, diese Flug...
Hafen-Challenge geht irgendwie echt nach hinten los. Wir haben jetzt hier einen Kampf, sind wir Fünfter oder sowas geworden, aber die anderen haben wir tatsächlich nicht ganz so rasiert, Leute. Trotzdem würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Ich habe hier, wie gesagt, nur mit meinem MacBook aufnehmen können. Ansonsten hätte ich euch hier gerne noch mal ein bisschen mehr gezeigt. So, Moment mal, ich bin noch ein bisschen dumm. So, da ist noch ein Flugzeug im Hintergrund. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Euer Clash Games und ciao, ciao.